Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.02 Beta Revision 900. Wir haben ein Update erhalten, geil. Geil, Omar. Mit dabei ist der Mother Kill Bill. The Mother of Kill Bill. The Mother of Kill Bill. Genau. Und mit dabei ist The Mother of Mary. Yeah. Nein, eigentlich ist ja die Mary selber und der Kill Bill selber. Ja, genau. So ist es. Jetzt geht's weiter, yeah, wir sind cool. Geil, das letzte Mal haben wir versucht, die aufzunehmen, aber hatten dabei keine Chance, weil Calera Master Server down. Down. Da geht es down. Genau. Und dann haben wir es mal wieder versucht über den Direct-Connection und das war direkt scheiße. Direkt mal. Also die anderen beiden, die Mary und der Kilby, die konnten ohne Probleme aufnehmen. Aber bei mir hat das geruckelt wie Sau, das war ja unmöglich. Ja. Oberscheiße. Das war voll Popo-mäßig. Voll Popo-mäßig. Ja, ja. Das Popo-Ehe tue ich jetzt in ganzen Aufnahmen noch verfolgen. Das ist schön, ja. Aber sei froh, du hast es bald geschafft. Ich hab's bald hinter mir, das Popo-Ehe. Aha, ja. Das war ein dezenter Hinweis, sagst du? Ja, das war ein dezenter Hinweis, aber ich will nicht so viel verraten. Ich will ja nicht spoilern, ne? Boom. Ja, auf jeden Fall habe ich ja, wie gesagt, noch keine News geschrieben. Ich habe nämlich einen neuen Patch wieder am Start. Eigentlich zwei neue Patches. Ja, aber irgendwie hat noch keiner geschnallt im Forum, dass ich nur in der Download-Datenbank was reingemacht habe. Da aber guckt ja auch keiner rein, ohne dass da blinkt ja auch nichts auf, so plupp, guck mal, neuer Download. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Wir sind ja blöd. Ja, da guckt keiner rein, ne? Muss man überlegen. Zum einen ist es ein Super Nintendo-Patch, ein ganz neuer. Und zum anderen ist es ein PSP-Patch-Update. Ein PSP-Patch-Update? Also für welches Spiel? Für die PSP? Sag mal, das interessiert mich jetzt doch. Digimon Adventures. Komplett übersetzt, außer natürlich die Hauptstory, die haben sie zu 35%. Aber sonst das Menü, alle Angriffe, ist alles komplett deutsch schon. Da fällt mir nämlich gerade ein Spiel ein für die PSP, was ich mir mal gedacht habe, das müsste übersetzt werden. Es heißt irgendwas Heroes, Trails in the Sky. Okay. Das wurde ursprünglich schon mal von Japanisch ins Englische übersetzt. Dann gab es dazu eine original englische Übersetzung. Also es kam auch offiziell in den USA, glaube ich, raus. Aber es gibt es nicht auf Deutsch. Also wer sich da berufen fühlt, das zu machen, der möge sich dort daran wagen. Aber ich kann euch schon mal sagen, also der Text, der liegt unkomprimiert dabei, aber der wird im Spiel nicht benutzt. Ja. So wie es auch schon, so habe ich es von Red bei manchen ROMs gehört, dann liegt der Text zweimal drin, einmal komprimiert und verschlüsselt und einmal unkomprimiert und der unkomprimierte wird natürlich nicht verwendet. Sinnlos. No. Ja, absolut. Ja. Ja gut, um nochmal zurückzukommen zu dem Patch, der total neu ist beim Super Nintendo, das wäre Super Ninja Boy. Wurde übersetzt von Messigov, oder wie er heißt. Er hat sich bei uns im Forum zumindest so genannt, heißt aber in Wirklichkeit. Nee, M3ZZ. Ich habe das auch mal ein bisschen angepasst, weil im Grunde ist der Patch auch aus so rausgekommen als M3ZZ ist auch rausgekommen. Deswegen habe ich bloß in Klammern seinen anderen Namen da geschrieben. Ah, ja, okay. Ich habe auch im Forum seinen Namen jetzt mal umgeschrieben, weil im Grunde heißt der. Kann sich jetzt nicht mehr anmelden. Ja, doch. ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir jetzt einen Messi Go auf. Ja, das ist eine gute Frage, ja, stimmt. Ich habe jetzt einfach umbenannt in seinen richtigen Namen, weil er so auch im Internet hauptsächlich unterwegs ist und den Patch auch so vertreibt, also von der Seite her. Dann müsstest du ihm mal moderatormäßig eine E-Mail schreiben. Ja, das werde ich machen, das ist eine gute Idee. Ja. Nochmal, Mary, bitte, das ist Mana-Schwert. Das Mana-Schwert! Ja, sagt's im Gedanken, wir haben jetzt gelernt, wenn es so golden ist, dann sagt es die Fee in dem seinem Kopf. Ja. Genau, irgendwer anders muss drücken, ich kann ja. Was das war's jetzt? Dafür eine ganze Textbox verschwendet, ey. Ja, wir suchen ja das Mana-Schwert. Das Mana-Schwert, das ist wichtig. Ha, du darfst das nicht anfassen, haha. Nicht gut. Pick, versuch du. Jetzt muss Mary das noch versuchen, das möchte ich gern wissen. Ah, nicht gut. Autsch. Bam, bam, bam. Anscheinend kann ich es nicht bewegen. Pick, versuch du es mal. Los, Meister, ran in die Lampe. Nein, ich trau mich nicht. Bam! Achso, ich muss auch draufklicken, ne? Ella. Warte, langsam! Versuch es noch einmal. Oh, du bist so ein Lappen, ey. Danke. Du musst mit Popo-Ehl daran gehen, nee, mit Schmackes. Das geht nicht. Warum kann ich mich nicht bewegen? Warum kommt jetzt hier andere Musik? Ich verstehe das nicht. Das muss ich raus. Popo-Ehl, das Schwert ja, raus.
Das muss ich rausgleiten. Ne? Alles klar. Muss aus der Scheide hinausgleiten. Du bist so ein fieses, fieses, zweideutiges etwas. Mit einem Popoöl. Das ist auch Multi, weißt du. Multifunktionsfähig. Genau. Du verstehen. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Steine alle an, oder was? Ja, das sind die Bösen, die müssen wir umkillen jetzt. Wir müssen jetzt die Steine umdrehen. Nee, Operation Hinkelstein. Nee, die brechen jetzt aus. Du siehst, kannst jetzt live miterleben, wie die ausbrechen, die Monster. Da müssen wir wieder suchen, wo die sind. Nein, die sind genau da, wo die sind. Das waren wir ja im Grunde schon mal. Das ist ja jetzt nichts. Juhu, Level Recycling. Ja, so wäre das in etwa. Wir wissen ja im Grunde, wie wir hinkommen. Sag mal, kurz bitte still. Ich glaube, ich höre eine Secret of Mana ähnliche Melodie. Nee, ja. Es klang gerade ein bisschen wie Secret of Mana 1. Ja, im Grunde ist es auch so, wir haben jetzt auch den Flugdrachen da hier. Lufti, genau. Und da können wir direkt hinfliegen. Also, es sollte eigentlich relativ easy gehen. Easy peasy. Man darf nicht vergessen, Lufti ist ein Weibchen. Meinst du? Ja, hat ja Mary gesagt. Genau. So, also, ich bin jetzt hier betrübt, weil da ist ein Stein und die dampfen oder was, oder wie? Ja. Wow, zack, yeah. Und jetzt direkt in den Kopf von Pig. Zack. Jetzt spricht bestimmt das Mana-Schwert. Ist es männlich oder weiblich? Auch nicht. Der Schwert. Das Schwert. Geschafft. Ich habe das Mana-Schwert. Fee? Ey, Fee. Was soll ich jetzt mit dem Schwert machen? Ist ja nicht so, dass man es irgendwie als Waffe benutzen könnte oder so. Aber Fee ist nicht mehr da. Fee hat sich verwandelt. Sie ist digitiert. Ich sehe Geister. Ich bin ein Abbild der Mana-Göttin, Pick. Held des Schwertes. Höre mich an. Die Fee wurde von einer bösen Präsenz entführt. Bitte, rette sie. Aha. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat die das gerade zu ihm im Gedanken gesagt, weil Gold soll ja im Gedanken heißen. Correcto mundo. Und die anderen, die wissen davon nämlich nichts. Theoretisch nicht, ne? Ja. Warte, Göttin, meine Freundin Jessica ist sehr krank. Bitte hilf mir, hilf ihr, ja. Die Kraft des Mana stirbt. Der Baum wird bald verwelken und ich werde nicht mehr existieren. Naja, das nur, weil wir jetzt das Schwert rausgezogen haben. Ja, weil du böse bist. Danke. Ich kann nichts für euch tun, aber ich gebe euch dieses letzte Geschenk. Ich mag Geschenke. Jetzt kommt bestimmt, dein Inventar ist voll. Meine Helden, Pick, Kirby, Mary, lasst euch von Mana führen. Ja, auch. Warte. Na. Gehen wir mal weg. Ich will das nicht mitnehmen. Das ist bestimmt eine Fratzentruhe. Eine Lufti-Trommel erhalten. Wow. Zu viele Gegenstände. Ich hab's gewusst. Du hast geahnt. Welchen Knopf muss ich denn dafür jetzt drücken? Ja, dann können wir jetzt doch die Flöte rauspacken, oder? Wir brauchen doch jetzt hier nicht mehr die Flöte. Nee. Guck mal, ist das mit den drei Punkten hinter Verstauen neu? Oben rechts, Verstauen, Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass da Punkt, Punkt, Punkt stand. Luft die Trommel erhalten. Jetzt hast du Platz im Inventar. Cool. Hammer geil. Los, weg hier. Wir müssen fliegen. Soll ich mal fliegen drücken? Ja. Kibbel? Ja. Kibbel? Hallo? Kibbel? Oh nein. Nein. Der holt sich bestimmt gerade seine Pizza oder so. Huch. Ja, ich höre doch da was klappern im Hintergrund. Oh ne, ich kann nicht fliegen, ich bin doof. So. Hä? Und was machen wir jetzt? Naja. Gehen halt. Ja, der holt sich gerade eine Pizza, 100 Pro, ey. So, wieder da. Hast du deine Pizza? Ja, habe ich. Ich wusste es. Verdammt, was ist denn das? Der dunkle Ritter von den Playmobil-Spielen. Ja. Nee. Bedauerlicherweise wir haben verloren. Bedauerlich, wir haben verloren. Da würde cool passen, bedauerlicherweise haben wir verloren. Ja. So. Unsere Drachenhöhle wurde infiltriert und unser Anführer, der Drachenkaiser, ermordet. Nun gibt es keinen Grund mehr zu kämpfen. Selbst Koren war dem Feind nicht gewachsen. Auch ich werde bald verschwinden. Wer ist Koren? Der Rote, oder? Böse, der so komisch laufen tut.
sich auflöst. Ich verdanke mein Leben dem Drachenkaiser. Nachdem ich getötet wurde, belebte seine Magie mich wieder. Warte, wer ist dieser Feind? Wer hat die Fee entführt? Sag es mir. Und ich sage dir, die Fee wurde nicht entführt, die wurde sofort getötet, als das Schwert gezogen wurde. Todesritter verschwindet. Schwindet? Er schwindet dahin. Er schwindelt. Darf ich jetzt fliegen? Nein. Nee. Scheinbar treffen wir noch. Wir treffen noch den heiligen Flieger. Aber wir können uns noch heilen, bevor wir fliegen. Ja, wir können uns nochmal. Und speichern. Ja, das ist eine gute Idee. Labert nicht. Weghauen hier. Ach nee, speichern. Ja, speichern, genau. Ich kann noch nicht fliegen. Ja, kannst du ja. Nein. Doch. Ich hab doch gerade ausgewählt und die Lufttrommel, die war grau. Jetzt kannst du aber. Ich will aber nicht. Ich hab's doch gerade nochmal gemacht. Wir machen das gleich nochmal. Guck mal hier. Boop. Und boop. Und ich will mir nochmal die Statue hier oben angucken. Nichts passiert. Ach ja, stimmt. Ja. Das ist ja die, wo man da dingsen kann, ne? Sich komm, mach mal Trommel jetzt hier. Los. Bam, 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 Trommel. Da siehst du, ha, er ist morphiert zu Schwein. Ja, dann müssen wir noch jemanden treffen wahrscheinlich. Nein. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen hier vorne, dort wo wir reinkommen, müssen wir. Da geht es. Da, gut. Nein! Oh. Ganz vorne, da wo wir ankommen. Da wo die Toten lagen, da müssen wir hin. Ah, wir müssen zu den. Ja, das macht natürlich Sinn, wir müssen zu den Toten. Oh Mann. Was macht ihr denn? Ja, irgendeiner drückt runter. Alter. Das ist doch der komische Clown da. Todesnarr. Du hast die Fee entführt. Weiter. Um Himmels Willen, nein. Hätte ich sie entführt, würde ich hier nicht so rumkaspern. Ich habe für euch die Stellung gehalten und eine Überraschung vorbereitet. Cool. Sollen wir nochmal gehen, dann wiederkommen und so tun, als wärst du nicht hier? Aber der wahre Grund meiner Anwesenheit ist, dass ich ein Botschafter bin. Der maskierte Magier, mein Meister, wurde exekutiert und der Palast der Illusionen zerstört. Die Übeltäter dieses brutalen Verbrechens warten auf euch. Das ist gut. Sie drohten mir mit dem Tode, wenn ich nicht hier bleibe und euch das ausrichte. Tja, nun, wahrscheinlich werden sie mich trotzdem umbringen. Deshalb nutze ich die Gunst der Stunde und laufe davon. Tada! Okay. Das war aber nicht laufen, das war Beaming. Ja. The Mother Beam. The Mother of Beam. Tja, und diese Monster sind die aus den Steinen und die dürfen wir stellen. Ach, und die haben gesagt, wir töten dich, du blöder Todesnarr, weil du bist so blöd. Vor allem ein Todesnarr töten, der eh schon tot ist. Ja. Egal. Und die werden jetzt auch hier, ach, die Fee, guck mal. What the fuck? What the what? Drückt mal einer von euch weiter. Ne, ich kann nicht. Ich kann auch nicht. Dann ist Mary. Bigö, stopp. Lass die Fee frei, sofort. Ach so. Pick, impulsiv wie immer. Kein Wunder, dass du das Schwert erlangt hast. Klar, nur impulsiv kann man das rauszerren, Mann. Mit Impuls, mit Popoöl. Genau. Aus der Scheide. Lies ruhig weiter. Wenn du die Fee so sehr zurück willst, dann triff uns in Navarre. Und bring das Schwert mit. Nee, weißt du, ich steck das jetzt wieder in den Baum rein und freu mich. Hey, warte. Großartig. Und jetzt? Damn it. Ah, sie benutzen uns, um das Schwert herauszuziehen. Das ist aber nicht abgehackt genug, der Text. Nein. Sie uns benutzen, um Schwert zu bekommen, Alter? Ich missbraucht von Bigel. Okay, mach weiter. Es ist offensichtlich eine Falle. Was sollen wir machen? Ja, wir können nicht einfach davonlaufen. Die Fee ist in Gefahr. Wir müssen gehen. Los, auf nach Navarre. Ich werde Bigeus Machenschaften nicht länger zulassen. Niemals. Niemals. Wir haben uns zugenickt. Jetzt können wir wegfliegen. Wir haben ein Nickerchen gemacht. Niemals. Fliegen. Und jetzt. Niemals. Epische Stille für die epische Lufttrommel. Niemals. Miu, miu.
So ein Lufti, wunderschön. Wo müssen wir denn nur hin? Ja, kannst du raussuchen. Ach so, das steht jetzt da. Der heilige Mann. Erstmal musst du hochfliegen. Flieg mal hoch. Ja, mal A ist steigen. Ah. So, jetzt fliegst du raus hier ins Weise. Ins Weise fliegen. Ach so. Weiter. Immer weiter. Ah, jetzt haben wir auch wieder eine schöne Karte, aber warum leuchtet das nicht rot? Wunderbar. Doch, da sind rote Punkte. Guck genau hin. Der ist aber klein. Mach die Klötzen auf und kehle Fett beim Fressen. Genau, mach die Lichter auf. Halt, ich möchte Punktlandung. Wie das witzig aussieht. Hui! Tja, Leute, und wie es hier weitergeht in Navarra, das erfahren wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Macht's gut, bis dahin und tschaußen! Tschüss! Cool, oh mein Gott, yo.